Hallo zusammen, hier ein kleiner Bericht über meine ersten Erfahrungen mit dem STM 32 F4 Discovery Board. Ich habe jetzt ein paar Tage eben damit rumprobiert und Sachen im Internet angeschaut. Ich hatte zuerst das Ganze unter Linux probiert, aber es dann irgendwie recht schnell aufgegeben und habe jetzt hier unter Windows ein Tool runtergeladen, Tasking VX. Eine Eclipse-basierte IDE, die auch eigentlich recht schnell funktioniert hatte. Ich habe eben diese Tasking VX IDE runtergeladen, habe dann das Board angesteckt. Windows hat dann nach Treibern gesucht. Also im Internet musste ich dann die richtigen Treiber runterladen, zwei Stück. Ich vermute, dass das die Treiber für dieses Debugging-Entwickler-Board waren. Genau, dann musste ich in Tasking VX ein neues Projekt anlegen. Dazu braucht man die Chipset-Nummer, das steht aber alles hier auf dem Chip drauf, habe ich dann gesehen. Und das Hello World hat dann schon funktioniert. Ich wollte dann LEDs blinken lassen und habe dann Dateien aus dem, also Sourcen aus dem Internet runtergeladen. Das hat leider nicht funktioniert, weil aus mir unerfindlichen Gründen, sobald ich hier mehr als eine C-Datei habe, kompiliert das Ganze nicht mehr. Ich weiß nicht wirklich, woran es liegt. Er sagt dann keine Binaries gefunden, nur weil ich eine zweite Datei da drin liegen habe. Wie auch immer. Ich habe es jetzt geschafft. Ich habe alles in eine Datei kopiert und habe zum Glück jetzt noch einen Code gefunden, den ich in eine Datei zusammenkopieren konnte. Was mein Programm jetzt macht, ist, schaltet die LED an. Macht eine Ausgabe und eine Pause und schaltet sie wieder aus und Ausgabe und Pause und das Ganze in der Endlosschleife. Und ja, das funktioniert eigentlich recht gut. Kann sogar auch noch andere LEDs blinken lassen und so weiter, habe ich schon gesehen. Ja, soweit mein erster Stand.